Alter! Bro, WTF? Alter, geil! Geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Es ist Zeit für Minecraft, Leute, dachte ich mir. Und da sind auch schon wieder meine Minecraft-Freunde, der liebe Escation. Ich bin nicht dein Minecraft-Freund. Du bist mein Minecraft-Freund. Nee, bin ich nicht. Nein, du hast mir damals meine Dias geklaut. Digga, ist mir jetzt egal. Ja, und du hast mir damals meine Diamond hochgenommen. Das glaube ich nicht. Wir schauen erstmal beim alten Community-Event vorbei, meine Freunde, wo ihr alle gefroren und gezittert haben. Wir gucken mal ganz kurz, wie es hier aussieht, Tobi, okay? Momentan ist es wieder sonnig, das heißt, es ist ziemlich heiß. Hier hat Droid auf jeden Fall eine wunderschöne Insel gebaut, der Ehrenbruder. Ah, guck mal, der hat sich hier so einen Raum gemacht. Der hat sich so einen Raum mit Wasser gemacht und so einen Raum mit einem Lagerfeuer, damit er hier klarkommt. Okay, nice house auf jeden Fall, I guess. Richtig, richtig cool mit so einer kleinen Insel. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine Menge anderer Bullshit, die Leute hier gebaut haben. Ich glaube, diese Inseln hier sind mit das Beste, was wir zu sehen bekommen. Hier haben wir, oh, wir haben sogar ganze Häuser hier tatsächlich und ganze Strukturen, die hier gerade zusammenkommen. Random, was hast du gebaut? Revi kommt zu uns. Oh, Arcani hier, Digga. Federball, Digga. Nice one. Ja, das ist doch schön, oder, Tobi? Ich bin ehrlich, ich kann mir jetzt hier nicht wieder alles angucken, aber wir lassen das Ding hier einfach noch ein bisschen was laufen, ja? Not schlecht, Alter. Not schlecht. I have English 1 in Zeugnis drin. Aber Banu hat sich ein Haus gebaut mit einem Lagerfeuer. Bro, Digga. Verpiss dich einfach, Digga. Verpiss dich. Also, Leute, sehr schön. Ich lasse das hier nochmal ein bisschen laufen. Wir schauen die Tage nochmal vorbei. So, Leute. Wir haben heute auf jeden Fall wieder in Minecraft hier was ganz, ganz Wildes geplant. Und zwar geht es heute um nichts Geringeres als die Besiedlung einer neuen und wunderbaren Dimension. Und zwar um den End. So ein Bot, Digga. Ich hasse dich. Der End wird heute von euch besiedelt, meine Freunde. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit, ein bisschen was zu farmen. Und dann müsst ihr in den End reingehen und müsst den End einmal komplett transformieren. Also ich möchte von euch quasi, dass ihr die Enddimension komplett transformiert, dahingehend, dass die Enddimension später aussieht wie die normale Oberwelt. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hinbekommt, Leute. Wichtig ist mir, wie gesagt, dass ihr nur eine halbe Stunde Zeit, also farmt in dieser halben Stunde alles, was ihr könnt. Schließt euch am besten vorab zu Gruppen zusammen, damit ihr eine realistische Chance habt. Ihr wisst, es gibt verschiedene Gruppen, die hier immer zusammenarbeiten. Und danach, meine Freunde, schauen wir dann mal, inwiefern ihr den End hier wirklich so besiedeln könnt, wie ich mir das vorstelle. Also ich möchte quasi, dass im End später Gras wächst. Ich möchte, dass im End später überall Bäume stehen und so weiter und so fort. Nehmt Zaplings mit, nehmt eventuell sogar nach Möglichkeit irgendwie, wenn ihr findet, Kartoffeln oder sonst was mit. Alles wird hier gebraucht. Was haben wir hier, Leon? Nachdem die Leute ins End gekommen sind, ist wieder ein Countdown noch im Laufen, der eine halbe Stunde geht. Können wir halt auch wieder verringern. Jeder Spieler wird, sobald das Event startet, einen Stick auf dem letzten Slot haben. Den können sie nicht vercraften, den können sie nicht wegschmeißen, gar nichts damit machen. Der ist immer da. Sobald die Leute eine halbe Stunde im End waren, können die sich mit dem Stick hier hin teleportieren, um sich weiter zu equippen. Oh, okay. Sobald die Dias ist ja ein bisschen OP, oder? Ich meine, sie hat 10.000. PvP ist aus. Ach, also, okay. Also eigentlich ist es egal. Können sie nicht. Das ist wirklich nur, um das End umzubauen. Okay, okay, I get it. Ja. Geil, Alter. Also, Leute, ihr habt quasi neben der normalen Farmwelt der 30-minütigen Zeit, oder ich würde sagen, dann brauchen wir, das reicht ja eigentlich für eine Stunde, oder? Um sich grundlegend zu equippen. In der normalen Welt. Können wir die ganze Zeit anpassen. Ich würde sagen, wir whitelisten, meine Freunde, schauen, was dabei rumkommt und let's go, der Hase. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die Lobby und da starten wir den Hasen, oder? Hey, warum starten wir Hasen? Ich dachte, wir haben Community-Event. Tobi, bitte, kannst du einfach das Maul halten? Ich bin eigentlich bei den letzten drei Community-Events, zeige ich immer irgendeine Scheiße. Ich sitze hier, hüpfe Minecraft rum und mache irgendwelche Witze. Ist doch schön. Ja, ist cool, feiere ich auch. Ich finde es cool, also, dass du dabei bist. Nee, wollte ich gerade sagen, ich feiere es auch, dass ich einfach diese Rolle hier habe. Server ist voll, ne? Ja, Server ist voll, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und let's go, der Hase, Leute. Event startet, ihr werdet jetzt alle nach und nach TP't und ihr habt noch 29 Minuten Zeit zu farmen. Ich würde sagen, wir setzen das Ganze aber ein bisschen runter auf 15 Minuten. Hier werden gerade alle Stück für Stück hier raus teleportiert. Ich bin jetzt auch da. Und ihr könnt euch jetzt hier alles aufbauen. PvP ist auf. Denkt nur dran, dass ihr alle alles mitnehmt, was ihr kriegen könnt. Das heißt, Saplings, eventuelle Samen, Seeds, Kartoffeln. Ich werde vielleicht sogar noch mal ein paar Sachen irgendwie zwischendurch droppen. Und ich möchte, dass das gesamte End später aussieht wie eine wunderbare, wunderschöne, normale Minecraft-Welt. 24 Stunden wird es Frieden geben und dann hauen wir einfach demnächst nochmal den Krieg an. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht, Leute. Also hier sehen wir auf jeden Fall jemanden, der gerade Holz abbaut. Nice Girly hat hier gerade einen Holzblock abgebaut. Sehr interessant. Hier auf jeden Fall Mangolo, der hier auch nochmal Holz mit einem Stick abbaut. Sehr interessant. Frieda baut auch gerade Holz ab. Der Typ guckt Frieda einfach auf den Arsch. Ich weiß nicht, was... Bro. Joni? Der guckt der wirklich einfach nur auf den Arsch. Joni? Alles... Jetzt guckt Joni den Crafting... Joni? Das ist Mama Crafting. Joni schaut sich den Crafting Table... Wir wissen es nicht. Wir reden nicht drüber. Ja, auf jeden Fall interessant, Leute. Ich würde sagen, es ist eine relativ normale Farming-Session. Also wir müssen jetzt hier nicht zeigen, wie jetzt hier innerhalb von 10 Minuten gefarmt wird. Viertelstunde Zeit, normales Farming. Wir schneiden einfach direkt drüber zum Moment, wenn er sich ins End teleportiert wird. Let's... Liebe Leute, eine Minute noch Zeit, dann geht's rüber ins wunderbare End. 5 4
3, 2, 1. Willkommen im Ende. So. Ich bin nicht teleportiert worden. Ja, ja. Das dauert. Okay, nochmal Musik. 100 Krieger. Gefangene im End. Sie müssen das End bevölkern und umbauen. Wie die normale Minecraft-Oberwelt. Werden unsere tapferen Krieger es schaffen? Oder unterliegen sie den unglaublichen Gefahren des Endes? Der Enderdrachen ist bereits besiegt. Doch das heißt nicht, dass die Gefahr gebannt ist. 100 tapfere Spieler treten hier an. Im Wettlauf gegen die Zeit. Sie müssen das End bevölkern und gemeinsam neue Wege beschreiten. Gemeinsam bereit sein. Warum baut ihr euch alle in... Hallo? Hey! Meine Untertanen! Hey! Tobi? Kommt her! Ja! Das sind nicht deine Untertanen. Tobi! Tobi! Was denn? Das sind nicht deine Untertanen. Achso, ich fliege gerade über die, deswegen dachte ich einfach, ich fliege wieder. Warum hat er sich hier hochgebaut? Gut, in 29 Minuten ist es dann soweit, meine Freunde, und der Farming-Spot im End öffnet sich. Ihr habt es eben gesehen, diese wunderschöne Insel ist dann soweit geöffnet. Auf 15, in 15 Minuten hat das Ding auf, da könnt ihr da quasi farmen, wie ihr wollt. Und ich möchte hier wirklich eine 1A angelegte Stadt sehen. Mit Straßen, mit überall Gras, mit Bäumen, mit Parks, mit Häusern, mit Alleen. Mit gar keinen Reden auch. Mit fliegenden Inseln, mit fliegenden Schiffen und so weiter und so fort. So ein Ding soll das hier werden. Wir sehen uns dann vielleicht um 12, wenn dann hier, ne? Okay, Der Minecraft-Server wieder begutachtet wird von uns. Okay. Also gut. Dann. Wir schauen also mal ganz kurz, wie sich hier der Nether... Moment, das ist das End. Alter! Bro, WTF! Lol. Digga, ganz wild. Digga, die bauen hier Berg einfach. What the f***, Alter, guck mal, wie das hier aussieht. Digga, das ist ja mal anders insane. Holy f***ing hell, bro. Die bauen ja so Inseln, Bruder. Alter, geil. Guck mal, hier ist so eine Schneeinsel, Digga. Die haben alles gemacht. Echt ein Job, lol. Digga, sehen. Bro, hier ist so ein kompletter Berg, ein Eispalast. Ja, moin. Ein Eisberg. Zwei von Revi, Geld muss nachreichen, Team Lost. Digga, die bauen hier eine Villa für 32 Millionen für mich. Alter, Digga. Holy hell. Guck mal, hier ist alles voller Gras. Das sieht schon richtig krass aus, Junge. Jetzt läuft sie. Wie lange läuft sie jetzt? Vier Digga, Stunden Ja, vier Stunden, Alter. Maximal. Ja, Zorot baut sich hier ein UFO, Digga. Ganz wildes Ding, Alter. Guck mal, der baut hier eine komplette Endinsel, der Ehrenbruder. Chris Mix, Digga. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Tobi, ich finde, wir sollten morgen früh nochmal reingucken. Real Talk. Dass wir uns morgen früh nochmal ein Gesamtbild davon verschaffen, was hier passiert ist. Also, ich hätte sowieso nochmal reingeguckt. Okay, ja. Dann gucke ich auch nochmal mit rein. Ich will alleine gucken. Ich... Oh, Mann! Mann, Tobi! Nee, Digga, das ist wirklich schon ganze Arbeit hier innerhalb von vier Stunden. Leute, wir schauen morgen nochmal vorbei und checken mal ab, was uns hier erwartet. Das sieht schon richtig, richtig wild aus. Morgen gehen wir mal ins Detail, oder, Tobi? Ja, Mann. Rein ins Detail, Leute. Schweiter da. Okay, Leute. Wir sind hier in unserem Revier der Minecraft-Welt, wie sie uns so schön gefällt. Nicht wahr, Tobi? Willkommen im Standoff. Leute, es ist zu wild. Wie das hier aussieht, wirklich. Es ist ganz, 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 ganz wild. Bro, Alter, let's Hugo, let's go. Digga, die haben den Farmspot komplett in Wasser eingehüllt. Alles klar, die farmen also hier immer noch weiter. Hier haben wir auf jeden Fall diese wunderschöne Clay-Insel, die hier gebaut worden ist mit einem Let's Hugo-Kopf. Interessant, hier ist einfach ein Haus aus Diamanten und Birkenblöcken. Ich glaube, der Typ hat auf jeden Fall... Admin Pflaume. Kai Pflaume, bist du's? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Typ auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten mit seinem Ego. Dann haben wir hier eine Spawnwand. Das ist Survive. Boxen bringt Glück, aber nicht zu nah treten. Er stinkt. Richtig. Dann haben wir hier den Deutschlandturm in der Mitte, nehme ich an, Tobi. Schwarz. Der steht auch. Gold. Ja. Ich weiß nicht warum. Also man kann ja sagen, was man will, Leute. Aber zum Beispiel diese Ecke hier, Tobi, komm mal her zu mir. Das sieht wild aus, Digga. Guck mal, das sieht so schön aus. Mir gestern schon aufgefallen. Die haben sich so viel Mühe hier gegeben, Alter. Das ist so f***ing crazy. In it. In it, Tobias, in it. Oi, man. Look at them houses in the trees. In it. Holy s***. Also es sieht wirklich echt geisteskrank gut aus, Mann. Ich finde zwar hier läuft ein bisschen viel Wasser rum, aber es ist wirklich
echt extrem nice geworden. Also wirklich, hier ist überall Gras mittlerweile. Jeder baut sich hier irgendwas. Hier haben wir eine kleine Kapelle oder sowas sogar. Eine kleine Kirche, wo wahrscheinlich seltsame, okkulte Messen abgehalten werden. Hier vorne haben wir dieses wunderschöne UFO vom... Ach, ihr habt den Clip noch gestern gesehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall baut sich jemand gerade ein UFO. Dann haben wir hier vorne nochmal eine richtig geile Insel, Tobi. Guck mal hier. Sieht auch genau. Richtig. Da war ich gerade. Mit dem Baum hier drauf sieht auch wirklich cool aus. Dann ist hier noch so eine Insel, die sieht gar nicht cool aus. Dann haben wir hier eine komplette Schneelandschaft, die hier entsteht. Bin ich auch mal gespannt, wenn das Ding fertig ist. Hier tatsächlich nochmal ein richtig geiles Haus auf so einer komplett eigenen Insel. Wow, guck mal hier, Digga. Das hier oben auch, Alter. Also hier passiert auch auf jeden Fall was ganz Wildes. Warte mal, die bauen wirklich Mom. Wir sind nicht ganz mit der Villa gefertigt worden. Versucht genauso wie nachzubauen. Bro, what the fuck? Ich habe gestern auf eine Villa reagiert im Livestream und die bauen die gerade einfach nach. Digga, das ist die einfach mit dem... Ich hab's gesehen. Bro, hier ist der Fireplace. Hier ist der Essbereich. Hier ist die Küche und alles. Digga, was? Lol, what the fuck? Digga, geisteskrank. Und es geht sogar hier noch rund. Oh mein Gott, die haben die komplett nachgebaut. Okay, nicht ganz, aber... Digga, wild. Digga... Geisteskrank, Digga. Weiß nicht, was mit diesen ganzen Deutschlandfahren auf sich hat. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber so an sich finde ich das wirklich extrem geil. Hier haben wir gerade eine Bürgermeisterwahl, die gerade abgehalten wird. Aber ja, im Großen und Ganzen, Tobi, ey, es ist wirklich echt wild geworden. Oder guck mal, was die geschafft haben. Innerhalb von nicht mal vier. Ich glaube, das waren ja 12 Stunden knapp, oder? So 16 Stunden vielleicht, ne? Ja, 15. Ja, also, Digga, wirklich geisteskrank gut geworden, Leute. Shoutout an meine Community an der Stelle hier, die sich hier wirklich echt verausgabt haben. Finde ich wirklich cool. Man erkennt das End kaum wieder, abgesehen davon, dass man halt hier überall diese Endpartikel drumherum hat. Sieht es wirklich echt fast schon aus wie die Oberwelt. Wirklich geil. Respect that hustle, respect that grind. Hier wird immer noch fleißig weitergebaut. Ja, der Ehrenbruder hier vorne, der Unforgettable 19 ist immer noch dran. Ja, was soll ich sagen? Außer fettes Shoutout an die Community, fettes Shoutout an den Revi-Server und auch an Shortbutt, die das Ganze wieder möglich gemacht haben. Ja, Kuss geht raus. Und auch an Tobi, der das hier mit organisiert hat. Tobi, danke, ne? Also, es geht. Leute, das war's vom Endumbauen. Ich lasse den Server noch ein bisschen laufen. Wir schauen vielleicht die Tage nochmal im Livestream rein. Vielleicht sogar heute Abend, ne? Mal gucken. Und da bin ich fürs Erste raus, meine Freunde. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss, ne? Bye, bye.